Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf meinem Kanal hier wird es jetzt demnächst sehr privat werden, denn ich nehme euch bei einer ganz, ganz wichtigen Reise mit, denn ich bin schwanger mit 43 und freue mich wahnsinnig auf unser zweites Kind. Ich habe mir lange überlegt, ob ich euch bei dieser Reise mitnehmen soll. Die Schwangerschaft ist jetzt auch schon ein wenig fortgeschritten und etwas stabiler, aber trotzdem möchte ich natürlich vorne anfangen. Ich möchte euch in dem Video erstmal erzählen, wie ich das erfahren habe und einen Teil der Vorgeschichte. Ich habe ja bereits eine Tochter, die ist 2011 geboren worden, die wird jetzt 10, die Jonah, und ich liebe sie über alles, wir lieben sie über alles, und uns war eigentlich schon kurz nach der Geburt klar, dass wir dann auch irgendwann weiteren Nachwuchs haben möchten. Natürlich in meinem Beruf als Schauspielerin, damals auch als Eiskunstläuferin, man wägt manchmal ab, man geht mit dem Verstand, es sollte natürlich nicht zu schnell gehen. Wir haben dann Nestbau betrieben und uns ein Haus gebaut. Ja, beruflich passt es halt auch nicht immer, mit einem dicken Bauch zum Beispiel zu drehen. Deswegen haben wir dann erstmal ein bisschen abgewartet, aber als Jonah so ungefähr 3-4 Jahre alt war, habe ich gedacht, jetzt wäre es doch ganz schön, wenn ein zweites Kind sich irgendwann auf den Weg macht. Und ich habe dann damals 2015 schon die Pille abgesetzt gehabt. Und dann ist lange, wie ihr euch denken könnt, nichts passiert. Und dann sind viele Dinge passiert, die aber auch unwahrscheinlich traurig waren, die unwahrscheinlich, die für uns unwahrscheinlich viel Leid bedeutet haben und Rückschläge bedeutet haben. Und man spricht ja oft in der Öffentlichkeit nicht darüber. Und so haben wir es auch gehalten. Wir haben nicht drüber gesprochen. Es war immer so ein großes Geheimnis und eine große Belastung, die ich mit mir rumgeschleppt habe. Ich habe den Kinderwunsch nicht geäußert, weder auf meinem Arbeitsplatz noch im weiteren Umfeld. So enge Freunde wussten das, aber sonst halt niemand. Und in diesen ganzen Jahren, 2015 bis heute, bin ich jetzt auch das, also insgesamt in meinem Leben das 6. Mal schwanger und habe halt bisher ein lebendes Kind. Also könnt ihr euch vorstellen, dass eine Menge passiert ist und wir auch viele Wege gegangen sind, um eben zu unserem Wunschkind oder zu unserem zweiten Wunschkind zu kommen, die alle fehlgeschlagen sind. Und eigentlich war ich auch an dem Punkt, das aufzugeben. Ich möchte euch das irgendwann detailliert erzählen. Ich möchte das gerne von Frau zu Frau teilen. Aber jetzt möchte ich erstmal meine Gedanken ganz positiv nach vorne richten auf eine gute Schwangerschaft und nicht mehr mich an diese ganzen dunklen Seiten erinnern, die ich halt hinter mir habe, die dann zu einem anderen Zeitpunkt, um euch zu berichten und vielleicht auch vielen Frauen da draußen zu sagen, ey, ihr seid nicht alleine mit euren Geschichten. Viele von uns haben furchtbare Geschichten erlebt und sind durch tiefe, dunkle Täler gegangen oder gehen noch durch diese Täler. Und ja, da werde ich auch ganz emotional. Da möchte ich dann zu gegebener Zeit euch von erzählen und jetzt aber erstmal einfach nach vorne blicken. Das sind wahrscheinlich auch die Hormone im Moment. Und möchte nach vorne blicken und hoffen, dass alles gut geht. Natürlich ist diese Schwangerschaft nicht so einfach und nicht so entspannt, wie es damals bei meiner Tochter, bei der Jonah war. Da war man einfach zuversichtlich, man hatte noch nicht so viel Schlechtes erlebt oder nicht erlebt, was alles auf welche Art und Weise schiefgehen kann. Und deswegen bin auch ich jetzt in dieser Schwangerschaft sicherlich bis zur Geburt und bis nach der Geburt sehr angespannt und nichtsdestotrotz möchte ich euch mitnehmen. So, das war jetzt genug Einleitung. Ich möchte euch jetzt gerne erzählen, wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Wie gesagt, wir haben schon viele Wege in den Jahren ausprobiert, um schwanger zu werden. Und ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass es irgendwie klappt. Ich habe gedacht, vielleicht kommen dann auch bald meine Wechseljahre. Und dieses Jahr im September war es dann halt so. Wir haben das natürlich wie die ganzen Jahre schon Monat für Monat versucht und haben immer gehofft. Man hofft ja immer auf diesen Sechser im Lotto oder auf dieses Wunder, dass es dann doch noch eintritt. Egal wie oft es halt nicht passiert ist und egal wie tief man immer wieder gefallen ist. Und aber irgendwie war ich jetzt an dem Punkt, dass ich dachte, vielleicht musste das mal langsam abschließen, weil das hatte ich ja irgendwie jetzt gute 4 Jahre dermaßen belastet und dich auch runtergezogen und eine schöne Lebenszeit auch teilweise genommen, weil man lebt ja von Zyklus zu Zyklus und von
von Eisprung zu Eisprung und von Möglichkeiten zu Möglichkeiten. Und deswegen habe ich mich eigentlich in diesem Sommer ein bisschen mehr damit beschäftigt, auch aufgrund meines Alters natürlich. Hallo, ich bin jetzt im Sommer 43 geworden. Ich habe gedacht, da ist dann langsam Schicht im Schacht. Was soll denn da noch kommen? Also ich habe mich so langsam mit den Gedanken befasst, das Ganze ad acta zu legen und mit dem glücklich zu sein, was ich habe, was mir aber halt in den 4 Jahren auch nie gelungen ist, weil es sich immer falsch angefühlt hat. Es hat sich falsch angefühlt, dass es nicht geklappt hat. Und Ende September waren wir dann auch viel unterwegs. Es war ein super Monat. Und wir waren mit Jonah und auch ihrer besten Freundin im Europapark, hatten dort eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich war dort zu einem Event eingeladen. Es war so Ende meines Zyklus. Ich dachte auch, dass meine Tage irgendwie jetzt kommen. Es sah auch danach aus, als wenn sie so beginnen. Und ich war dann halt auch im Park unterwegs, hatte also für meine Periode alles so dabei und dachte, ne, mal schon mal vorsorglich die Tampons dabei und die auch benutzen, denn die Tage werden jetzt auf jeden Fall kommen. Ich merkte das auch schon im Bauch, tat es irgendwie, ne, fing schon an zu krampfen. Ich war noch auf dem Event eingeladen, da habe ich auch noch Wein getrunken, weil ich eben der festen Überzeugung war, heute oder morgen kommen meine Tage. Ich hatte auch schon tiefe Augenringe und, und. Aber irgendwie kamen sie da nicht so richtig durch. Ich habe normalerweise so einen Zyklus mittlerweile nur noch so von 24 bis 26 Tage und war schon irgendwie am 28., 29. Tag, dachte ich, naja, kann ja vielleicht auch mal sein. Ist jetzt nicht unüblich, du merkst ja schon, ne? Es fing schon so langsam an. Auch so eine ganz, ganz leichte Schmierblutung war dann da. Und dann haben wir den Tag im Europapark genossen, wie gesagt, den Abend davor mit Weinchen. Ich bin Achterbahn rauf und runter gefahren. Hätte ich normalerweise nicht gemacht, wenn ich das gewusst hätte, was ich dann einen Tag später halt wissen sollte. Und ja, und dann sind wir irgendwie, das war ein Samstag halt, und wir sind dann halt nach Hause gefahren und ich habe dann irgendwie gedacht, also jetzt irgendwie, die Tage kommen nicht so richtig. Na toll, was hast du denn jetzt für ein Problem? Und dann war ich wirklich über Nacht und in meinen Gedanken langsam 100% überzeugt, ob das vielleicht der Anfang von den Wechseljahren ist. Dachte ich, ja, dann kommen die jetzt. Bleiben die jetzt auf einmal aus oder kommen nur ganz schwach oder irgendwas? Naja, ich bin 43, könnte ja gut sein, who knows? Ja, ich hatte auch schon gewusst aus den letzten Jahren und vielen Untersuchungen, dass ich einen recht schlechten AMH-Wert habe. Wer das nicht kennt, das ist Anti-Müller-Hormon, das zeigt, wie viel Eizellreserven man noch hat. Und da war es schon vor 2 Jahren nicht so gut drum bestellt und dann dachte ich, naja, wer weiß, also vielleicht ist das jetzt so? Und habe mir da die ganze Nacht drüber Gedanken gemacht und dachte, was ist denn jetzt schon wieder? Dass dann, ne, weil ich wirklich, also mein Zyklus wie ein Uhrwerk, ne? Also kann ich wirklich die Uhr nachstellen, wann so ungefähr die Eisprungzeit ist und auch wann die Periode halt eintritt. Also das ist in Stein gemeißelt. Da rüttelt sich jeden Monat nichts dran, was ja eigentlich ganz gut ist, würde man sagen, so Bilderbuchzyklus, ne? Jo, und dann war halt Sonntag und mein Mann war auf Arbeit und ich habe mir halt Gedanken gemacht und habe gedacht, also dann kam so manchmal so der Gedanke, ja, du bist, das kann doch nicht, ja, wir haben die mögliche Zeit genutzt, mehr als gut, aber das haben wir jetzt schon, weiß ich nicht, 40 Zyklen lang gemacht und es ist ja nie was passiert, es kann ja nicht sein, es kann ja einfach nicht sein. Ja, aber Wechseljahre wäre auch krass. Ja gut, da musst du vielleicht auch mal zum Arzt. Und dann hat mich das an diesem Sonntag so beschäftigt, dass ich gedacht habe, so jetzt bekommst du mal diesen Mini-Gedanken, der da hinten ist mit Schwangerschaft oder irgend so einem Quatsch. Den kriegst du jetzt mal aus dem Kopf. Du fährst jetzt zu einer Apotheke und holst dir so einen scheiß Schwangerschaftstest. Ne, früher hatte ich auch immer massenhaft Schwangerschaftstests zu Hause. Ich habe ja jeden Monat auf so ein Ding da drauf gepinkelt, um zu gucken, ist da was, ist da nichts. Aber irgendwann, ja, wie gesagt, ich war eigentlich jetzt so in dem Abschließungsprozess. Und dann bin ich halt Sonntag relativ spontan, Jonah hatte mit einer Freundin gespielt, halt in eine Notapotheke gefahren und habe dort einen Schwangerschaftstest gekauft. Und die Dame sagte, wie alle Apothekerinnen das sagen, ja, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie, oder ich, dann hoffe ich, dass Sie das Ergebnis bekommen, das Sie sich wünschen. Ja, den Satz kenne ich ja mittlerweile, wie gesagt, schon auswendig. Und dann habe ich den Test da eingepackt und bin wieder nach Hause gefahren. Ich hatte auch vormittags schon ein bisschen was Urin im Becher zur Seite gestellt, weil die Gedanken da schon waren, besorg dir das jetzt mal, du musst jetzt mal wenigstens das jetzt rausstreichen können, dann hast du morgen Frauenarzttermin. Und ja, Jonah war hier mit einer Freundin am Spielen und dann habe ich mich halt ins Schlafzimmer zurückgezogen mit meinem Becherchen und dachte, so, jetzt komm einmal reinhalten, dann ist das Ding gegessen und dann
musst du halt morgen gucken lassen beim Arzt, woran es liegt, dass du deine Tage nicht bekommst. Dann kam auch noch die Freundin von Jonah. Ich wollte gerade anfangen, ich hatte diesen blöden Test ausgepackt und so und schon diese Verschlusskappe oben abgemacht und wollte gerade so in den Becher tunken. Dann kommt die Freundin angelatscht. Tanja, kannst du mir mal hier so ein Armband zumachen? Ich so, ja, mache ich. Ich habe fast den Becher fallen lassen. Und dann ist sie halt wieder weggegangen und dann habe ich die Tür erstmal abgeschlossen schnell. Und dann habe ich gedacht, so, komm, jetzt machst du das. Und dann habe ich halt den Test reingehalten, so irgendwie bis 5 oder bis 10 gezählt. Und das lief auch relativ schnell durch. Also dieses Kontrollsichtfeld färbte sich halt sehr schnell so rot-rosa, wie sich das ja immer so verfärbt. Und noch beim Durchlaufen war da ein zweiter Strich. Gefühlt von ganz alleine. Das war, mir sind einfach die Beine weggesackt. Also wirklich, ich bin richtig auf die Knie gefallen. Ich habe den auch hier. Das war der. Ich habe mir den natürlich aufgehoben. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, sonst mache ich euch da. Jetzt wird es ein bisschen scharf. Ich guck mal. Ja, jetzt kann man sehen. Und das war wirklich beim Durchlaufen färbte der sich auf schwanger. Diese zwei Striche, die man sich immer so erhofft. Und ich kenne ja nun mal auch einige positive Schwangerschaftstests. Aber es hatte halt seit Jahren nicht mehr von selbst geklappt gehabt. Und da war das einfach. Und das war wie so ein Sechser im Lotto. Und man konnte das auch... Also ich konnte das nicht glauben. Das war für mich, ich habe gedacht, ich muss aufwachen. Also der Verstand greift das wirklich ganz, ganz schwierig. Und es war ein wahnsinniger Moment, den ich gefühlt seit 2010 nicht mehr mit meiner Tochter hatte, wo man auch auf natürlichem Wege schwanger geworden ist. Und ich habe dann immer wieder drauf geguckt und habe mir noch am gleichen Tag auch... weitere Schwangerschaftstests bestellt, weil ich dachte, okay, jetzt Ball flach halten, jetzt guckst du erstmal in den nächsten Tagen, lass das erstmal ein paar Tage sacken, das kann ja auch schneller wieder vorbei sein, als dass es jetzt eben so ist, wie es ist. Und ich konnte auch Normen erstmal so 3-4 Tage gar nichts sagen. Also er sagte mir hinterher, er hatte irgendwie schon was im Gefühl. Ich musste das erstmal für mich verpacken. Es war für mich nicht real und nicht greifbar, dass das hier wirklich jetzt einfach so passiert ist. Ne? Also einfach so, wir wissen wie gesagt alle, wie es geht, aber wenn man das über fast 4 Jahre nebenbei auch auf dem natürlichen Weg immer wieder probiert, auf den Punkt und seinen Zyklus kennt und es geht einfach nicht mehr, weil bei Jonah ging es ja auch. Also ich war ja einfach damals schwanger, ja. Dann kann man das gar nicht beschreiben nach so einer langen Zeit. Ja. So, ich habe mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben, die ich euch auch noch gerne erzählen wollte. Ich habe den Schwangerschaftstest übrigens am 4. Oktober 2020 gemacht. Das war der besagte Sonntag, von dem ich euch gerade erzählt habe. Und da war ich laut der letzten Periode bei 4 plus 2. Das bedeutet Anfang der 5. Schwangerschaftswoche. Und da wurde dieser 25er-Test halt direkt positiv schon beim Durchlaufen. Also so viel HCG hatte ich dann bereits schon im Urin gebildet. Und ja, ich kann mich erinnern, dass mir schon so ein paar Sachen aufgefallen sind. Mir war irgendwie eine Woche vorher mal so einen Tag ein bisschen koddelig und übel. Das hatte ich damals zum Beispiel bei meiner Tochter auch. Das kenne ich auch noch aus einer anderen Schwangerschaft, die nichts geworden ist. Aber auch habe ich das ganz oft, wenn ich in der zweiten Zyklushälfte bin und die Hormone fallen ab und der Körper bereitet sich auf die Periode vor. Also wollte ich dem dann schon mal kein Gewicht schenken. Dann kann ich mich erinnern, dass mir abends irgendwann mal, als ich aus der Dusche rauskam, mir meine Brustwarzen sehr dunkel vorkamen. Einfach so an einem Tag. Das war auch in der Woche davor, wo ich dachte, ja, habe ich dann auch wieder verdrängt. Und was dann auch, als wir vom Europapark zurückfuhren, das war ja
der Abend, bevor ich dann den Schwangerschaftstest am nächsten Tag gemacht habe, haben wir bei einer Tankstelle angehalten und ich wollte unbedingt eine Bockwurst essen. Frag mich nicht warum. Und dann merkte ich auch schon, da fing das so langsam an, dass ich Hunger bekommen habe. Der sollte in den nächsten Tagen auch so massiv werden. Auch das kannte ich aus einer vorausgegangenen, nicht geglückten Schwangerschaft, dass ich viel Hunger bekommen habe. Also so ein Hunger, der so unstillbar ist, der so tief, so derb ist, dass man einfach wirklich was essen muss. Also da erzähle ich euch dann in einem anderen Video drüber, wo es dann um den zweiten Schwangerschaftsmonat geht. Also es war schon echt krass. Das waren schon Sachen, die mir irgendwie auffielen und die dann auch mit dem positiven Schwangerschaftstest sehr zügig kamen oder auch, dass ich vermehrt auf Toilette musste, also direkt von Anfang an stärkeren Harndrang halt hatte. Und ja, mit dem neuen Wissen habe ich dann erstmal, wie gesagt, 2-3 Tage alleine gelebt, weil ich mich das gar nicht getraut habe auszusprechen und auch gar nicht mich getraut habe, dem Normen davon zu erzählen. Und wir hatten halt noch so ein Erlebnis beim Frühstück im Europapark. Das war der Tag vor dem Schwangerschaftstest, wo eine Frau vor mir an der Kaffeemaschine stand. Die hatte so einen tollen weißen Wollmantel an mit so weißen Turnschuhen. Und ich dachte, und ich guckte die an, weil mir dieser Wollmantel so gefiel. Und dann drehte sie sich um, hatte eine Maske an und grinste mit ihren Augen und ich sah einen riesigen Babybauch. Und das war mal wieder so ein Moment, der mich total so Schlag in die Fresse mal wieder. Ne? So ich Ende des Zyklus und irgendwie auch beim 45. Mal irgendwie klappt ja nichts und überhaupt muss ich das ja jetzt abschließen. Und sie sah so schön und so glücklich aus mit dem Ganzen. Und dann bin ich ja mit meinem Kaffee zurück zum Frühstückstisch. Die Mädels waren mit sich beschäftigt und mir kamen schon wieder die Tränen. Und habe das dann auch Normen gesagt, so ja, das fühlt sich so falsch an, dass es bei uns halt nicht geklappt hat jetzt die ganzen 4 Jahre und heul, das hat halt wahnsinnig wehgetan. Das habe ich wirklich noch so einen Tag davor erlebt und im Nachhinein war es wie so ein Zeichen, dass ich eben einer Schwangeren dort begegnet bin, die ich auch so toll fand in ihrem ganzen Dasein und wie sie halt wirkte und so. Und es ist halt ganz, ganz schwierig, wenn man denkt, man selber darf nicht und es klappt nicht und es passiert irgendwie nicht. Wenn man damit konfrontiert wird, dann, das wissen mit Sicherheit viele, dann schmerzt es unwahrscheinlich. Das ist so tief, das kann man dann auch nicht steuern. So. Ja, und dann lebte ich also erstmal so ein paar Tage alleine mit diesem Gedanken, habe dann eben weitere Schwangerschaftstests bestellt, unter anderem auch ich wollte dann auch nicht bei uns in die ortsansässige Drogerie, weil ich dachte nicht, dass ich irgendwelchen Nachbarn oder so begegne. Ich spreche nicht mal so mit meinem Mann drüber und stehe dann da an der Kasse, wie das manchmal so ist, ne, und werde erwischt. Das wollte ich dann halt auch nicht und habe das auch in der Vergangenheit deswegen sehr oft irgendwie online bestellt, weil ich ja nicht so drüber reden wollte und das eben alles nicht so breit treten wollte. Und deswegen hatte ich mir das halt bestellt und hatte mir unter anderem auch einen Schwangerschaftstest mit Wochenbestimmung bestellt. Und da ich ja mittlerweile Experte auch auf dem Gebiet Schwangerschaftstests bin, war mir klar, dass ich, wenn ich jetzt den nächsten Test mache, und ich glaube, da war ich irgendwie 4+5, wartet mal, ich gucke nochmal nach. Ja, genau, es war bei 4+5, da wusste ich einfach, dass der Schwangerschaftstest mit der Wochenbestimmung mindestens 3+ anzeigen sollte. Also wie weit man ist, das wird angezeigt, je nachdem, wie viel HCG halt auch im Blut ist. Und ich glaube, bei 3+ ist schon ein HCG-Wert über 2000 im Blut oder beziehungsweise im Urin vorhanden. Und dieser Anstieg sollte es schon mindestens sein. Also ein sehr, sehr geringer HCG-Anstieg kann ja auch schon darauf hindeuten, dass etwas nicht stimmt und dass die Schwangerschaft nicht intakt ist oder sich nicht richtig eingenistet hat oder sich nicht richtig entwickelt. Und ja, dann habe ich halt diesen Test mit Wochenbestimmung gemacht und es kam diese 3+. Und da war ich natürlich wahnsinnig glücklich. Und da wusste ich schon, okay, da hat sich wirklich was festgebissen. Ja, und das war so ein Punkt, wo ich mir auch das erste Mal ein Handy geschnappt habe und in dieser ganzen Emotion das festgehalten habe. Ich wusste noch gar nicht, will ich das irgendeines Tages auf Instagram stellen? Verwende ich das hier vielleicht für diesen Film? Das habe ich mir alles gar nicht so überlegt. Ich habe dann einfach mal gesprochen und auch emotional und durcheinander. Und ich habe mir überlegt, ich schneide euch das jetzt hier mal rein und zusammen. Ich hatte das auch im Hochformat gemacht. Ich muss mal gucken. Aber man kann mich verstehen und ein bisschen hören. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben uns schon sehr, sehr lange ein zweites Kind gewünscht.
um genau zu sein, habe ich sogar schon 2015 mit der Pille aufgehört. Und wir haben in den letzten 5 Jahren unwahrscheinlich viel erlebt, was man gar nicht, teilweise nicht in Worte fassen kann. Wo ich zwischendurch dachte, das kann mein Verstand nicht greifen. Aber das möchte ich irgendwann mal an einer anderen Stelle erzählen. Jetzt möchte ich positiv nach vorne gucken. Ja, so ein bisschen habe ich mich jetzt erstmal wieder gesammelt. Man weiß ja nie, was kommt. Aber es ist erstmal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und ja, man darf, glaube ich, am Schluss die Hoffnung. Ich glaube gar nicht, was ich alles hinter mir habe. Aber das mal irgendwie an einer anderen Stelle. Ich glaube, ich rede auch oder wiederhole mich oder rede durcheinander. Ja, jetzt erstmal an der Stelle Daumen drücken. Ja, so ist das manchmal, wenn man hormonell und emotional und insgesamt durcheinander ist. Und dann hatte ich mir gedacht, so jetzt musst du es ja mal langsam den Normen sagen. Ich hatte auch noch so Billigtests bestellt, auf die habe ich auch noch an allen verschiedenen Tageszeiten drauf gepieschert und musste immer wieder diesen zweiten Strich sehen, der so richtig fett positiv halt war, und habe mich mega darüber gefreut und habe das auch alles direkt gesammelt und immer in dieser Hoffnung, dass das, ja, oder ne, dass es jetzt diesmal, weil es ja auch auf natürlichem Wege losgegangen ist, vielleicht der Volltreffer und der Sechser im Lotto wird. Und ja, da habe ich natürlich gehofft, aber auch mit immens großen Ängsten natürlich. Aber davon erzähle ich auch ein andermal. Ich würde euch jetzt gerne noch zeigen, wie ich dem Norman halt diesen Schwangerschaftstest dann präsentiert habe. Das war einen Tag, bevor seine Eltern halt zu Besuch kamen. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, knapp 4 Tage und dachte, jetzt muss ich es ihm mal sagen. Und es ist nichts Spektakuläres gewesen, aber ich zeige es euch jetzt mal kurz. Ich frage ihn jetzt gleich, ob er hier meine Sonnenbrille haben möchte, weil ich die nicht mehr brauche. Oh Gott, wie aufgeregt. Zittere voll. Ich kann das alles selber nicht glauben. Sag mal, kannst du die noch gebrauchen? Ja, so hat Norman reagiert. Ihr seht auch, er ist total baff und natürlich springt er nicht auf und fällt mir um den Hals, weil wir dafür einfach viel zu viel erlebt hatten. Aber erstmal musste er auch irgendwie greifen und verstehen, dass es jetzt auf natürlichem Wege funktioniert hatte, das, was eben 4 Jahre nicht passiert ist. Und ich glaube, das war für ihn auch erstmal, und gleichzeitig konnte er sich natürlich nicht so freuen, weil wir beide eben wussten, ja, wie schnell einem wieder irgendwie diese Hoffnung entrissen wird, wenn was schief geht, ob in einem frühen oder auch späteren Stadium. Den letzten Versuch, den wir jetzt vor diesem positiven Schwangerschaftstest hatten, also der jetzt auf natürliche Weise passiert ist, das war ein unterstützter Versuch und das war auch erst in diesem Jahr. Das war zum Lockdown, also als der Shutdown anfing im März, und da war ich dann auch zum 5. Mal in meinem Leben schwanger und habe gehofft, dass es da vielleicht klappt, aber auch das ist halt wieder schief gegangen. Das Ganze zog sich dann bis Anfang des Sommers und war erst im Juni 2020 halt alles beendet. Und das war dann halt auch der Punkt, wo ich dachte, ich glaube, jetzt reicht es und wir können jetzt nicht auch schon wieder von ganz, ganz vorne anfangen, und ich habe die Kraft bald auch nicht mehr und ich möchte das auch alles vielleicht doch nicht mehr für meinen Körper und auch für mein Leben, und alle belastet das und. Ja, 3 Monate nach
der letzten Ausschabung und OP bin ich dann halt mit 43 Jahren auf natürlichem Wege schwanger geworden. Und das ist jetzt eben der Anfang einer hoffentlich langen Reise mit einem tollen Happy End, wo ich euch gerne mitnehmen möchte. Und in meinem nächsten Video erzähle ich dann von meinem zweiten Schwangerschaftsmonat und was da alles passierte. Und auch da waren Schrecksekunden und nicht so schöne Momente dabei. Und dann berichte ich euch mal, wie es mir im zweiten Schwangerschaftsmonat ging. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch den Kanal. Wie gesagt, es wird noch ganz, ganz viel zu dem Thema kommen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid.